Landeshauptmann Markus Wallner, derzeit beim Ausschuss der Region in Brüssel. Hauptthema ist und bleibt die noch teilweise offene Frage, wie man mit der Flüchtlingswelle und offenen Asylfragen in Europa umgehen sollte. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge? Ja, ich bin heute nach Brüssel gereist, weil sich die Vertreter von Regionen in Brüssel treffen. Und das ist wichtig, weil wir ja direkt betroffen sind. Das heißt, heute sind einige hundert in Brüssel angekommen, aus den Städten, aus den Bundesländern, aus den Regionen Europas, um die Vorschläge der Kommission zu diskutieren. Die Europäische Kommission hat in den letzten Wochen und Monaten 4 verschiedene Rechtsakte vorgelegt, mit Vorschlägen, wie die weitere Entwicklung im Asylbereich sein kann. Das wird im Moment doch breit diskutiert, natürlich in den Mitgliedstaaten, aber auch den Ländern. Uns betrifft das auch direkt, weil wir ja auch von dieser Flüchtlingswelle betroffen waren. Und es ist schon wichtig zu diskutieren, wie geht das Ganze wirklich weiter. Wir haben ja ein Europa erlebt, das nicht sehr handlungsfähig war. Und es ist absolut notwendig, dass sich ein europäisches Asylsystem überhaupt entwickeln kann. Es ist gut, wenn Bewegung hineinkommt. Es ist spät genug auch, aber lieber spät als gar nie. Und insofern kann man, wann immer man in Brüssel auch nur da ist, versuchen, in die Richtung Druck zu machen. Die Kommission hat verschiedene Bereiche vorgelegt. Eines unserer wichtigsten Anliegen ist, klarzumachen, dass sich ein Flüchtling, ein Asylsuchender, den Mitgliedstaat in Europa, den Aufnahmestaat nicht aussuchen kann. Wir haben das erlebt. Viele Flüchtlinge sind nach Österreich, nach Deutschland, auch in den Norden Europas gegangen, bis nach Dänemark. Das hat zu keinen guten Entwicklungen geführt und das muss man ändern. Und die Kommission hat hier einige Vorschläge gemacht, die wir heute diskutiert haben. Aber noch einmal, eine Kernbotschaft, ein Kernanliegen auch von Vorarlberg aus ist schon das. Man muss ein System in Europa aufbauen, wo verhindert wird, dass Flüchtlinge sich den Staat aussuchen und am ehesten dorthin gehen, wo es die höchsten Sozialleistungen gibt. Das hat man festgestellt und da wird dagegen gearbeitet. Die Kommission hat jetzt 4 verschiedene Rechtsakte vorgelegt. Teile davon konnte man annehmen und begrüßen auch von Seiten der Regionen. Andere Teile wurden wieder abgelehnt. Es ist eine komplexe Diskussion, aber die Bürger erwarten sich hier eigentlich Fortschritte. Und insofern kann man nur, auch als kleines Land, ich bin Mitglied im Ausschuss der Regionen, wie viele andere auch, kann man nur versuchen, weiter Druck zu machen. Vorarlberg ist eher ein Freund der Aufteilung auf die einzelnen Mitgliedsländer der Europäischen Union. Viele Mitgliedsländer sind aber eigentlich mehr oder weniger froh, wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen müssen. Wie ist da der allgemeine Tenor innerhalb des Ausschusses der Regionen? Na, insgesamt glaube ich, dass eigentlich ein Konsens feststellbar ist. Alle verlangen möglichst intensiv einen Schutz der Außengrenzen. Ich glaube, das ist seit vielen Monaten, seit 2015 schon eine Hauptforderung. Es gelingt nur teilweise. Es werden gewisse Fortschritte erzielt. Diese Grenzeinsatzgruppe Frontex hat etwas mehr Kompetenzen in Europa bekommen, aber wir sind immer noch weit entfernt, davon sagen zu können, Europa kann gemeinsam einen Außengrenzschutz sichern. Und ich glaube, dass das eigentlich das Allerwichtigste ist. Das Zweite ist, die Asylverfahren innerhalb Europas sind auch sehr unterschiedlich. Es sind die Anerkennungsquoten unterschiedlich. Es sind die Sozialleistungen dahinter unterschiedlich. Es sind die Verfahren auch sehr unterschiedlich. Es geht in manchen Ländern schneller, in anderen Ländern wieder langsamer. Das heißt, Europa ist immer noch meilenweit davon entfernt, eine gemeinsame Strategie wirklich auf den Weg zu bringen. Das scheint nur sehr langsam zu gehen. Und darunter leiden natürlich alle. Und heute hat man das bei den Regionen auch gemerkt. Die Vertreter aus Italien haben eine andere Sichtweise wie die Vertreter aus Österreich. Wir waren in der Stellungnahme auch sehr kritisch insgesamt und haben auch gesagt, wir können nicht dulden, dass Flüchtlinge sich, auch wenn sie eine Anerkennung bekommen, quer durch Europa bewegen, sich die besten Sozialleistungen aussuchen. Das kann kein System der Zukunft sein. Wir brauchen schnelle Verfahren, wir brauchen Außengrenzschutz, wir brauchen klare Bedingungen der Aufnahme. Also man hat schon den Eindruck, dass hier noch vieles im Argen liegt. Sie sagen selbst, vieles liegt im Argen. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass es hier nun auch, nachdem der Ausschuss gehört wurde, es zu Verbesserungen kommen wird? Also es gibt eigentlich keine Alternative dazu. Wenn Europa sich nicht noch zügiger durchringt, in den Verfahren besser zu harmonisieren, den Außengrenzschutz besser herzustellen und ganz klare Richtungen vorgibt, dann werden wir scheitern. Und aus Sicht der Regionen Europas hat das allergrößte Bedeutung, weil es sind ja die Regionen, die kleinen Länder, die Gemeinden,
die am Ende ja auch die Last tragen müssen, die für die Grundversorgung aufkommen, oder wir in Vorarlberg jetzt auch sehr viele in der Mindestsicherung haben. Wir müssen uns um Integration bemühen, wir müssen die Leute wieder in den Arbeitsmarkt bringen. Also auf den oberen Etagen kann man ja viel diskutieren, aber sozusagen unten an der Basis kommt das an. Die Bevölkerung will klare Signale sehen und man muss auf allen Ebenen arbeiten, auch auf der europäischen. Der Ausschuss der Regionen ist sicher ein kleiner Beitrag dazu. Aber es ist wichtig, dass sich Regionen verständigen, versuchen gemeinsame Strategien zu finden. Da sind einige Vorschläge der Kommission jetzt da, die wir auch begrüßt haben. Wir haben die Kommission auch ermuntert in diese Richtung, weitere Schritte zu unternehmen. Es geht eigentlich zu langsam, muss man sagen. Aber am Ende habe ich auch die Hoffnung, dass sich Europa zusammenfindet. Im Kern geht es nicht nur um die Frage, wie wir Verfahren machen und wie wir mit Asyl umgehen. Im Kern ist es auch eine Frage der Solidarität innerhalb Europas. Rücken die Mitgliedstaaten, die Regionen enger zusammen? Sind sie in der Lage, ein großes gemeinsames Problem heute und der Zukunft anzupacken oder eben nicht? Und wir hätten allen Grund, glaube ich, solidarischer zu sein innerhalb Europas und nicht gegeneinander die Staaten und Regionen aufzubauen, sondern die Probleme miteinander anzupacken. Im Asylbereich kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Bundesland alleine, eine Region alleine, ein Mitgliedstaat alleine überhaupt zu brauchbaren Lösungen kommt. Die Frage des Zustroms werden wir nie von Bregenz aus regeln, die können wir nur europäisch lösen. Die Frage des Außengrenzschutzes kann niemals in Bregenz gelöst werden, logischerweise. Da braucht es große Strukturen dazu und das kann nur die Europäische Union liefern. Und es ist einmal mehr höchst an der Zeit, hier weitere Fortschritte zu erzielen. Heute war die Diskussion da. Es liegen die Kommissionsvorschläge neu auf dem Tisch. Da ist manches Brauchbares dabei. Man muss das anschieben, wo man kann, und hoffen, dass das ein bisschen schneller geht.